Die Klimadebatte ist so lautstark wie nie zuvor. Grünen-Chef Robert Habeck hat jetzt gefordert, die Zukunft günstiger zu machen, mit tiefgehenden Veränderungen. Update vom 22. Juli, 10.30 Uhr. In der Debatte um die richtigen Maßnahmen zum Klimaschutz springt Grünen-Chef Robert Habeck nun Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, zur Seite. Im ZDF-Sommerinterview forderte er, Flugtickets teurer zu machen und dafür das Bahnfahren zu vergünstigen. Würde man beispielsweise Flüge in Deutschland besteuern, also die Kerosinsteuer, wie es eigentlich im Gesetz vorgesehen ist, wieder. Einführen für den innerdeutschen Luftverkehr, würde das innerdeutsche Fliegen teurer werden, sagte Habeck. Und es würde 1:1 der Summe entsprechen, die wir brauchen, um die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abzusenken. Grünen-Chef Robert Habeck fordert CO2-Steuer, Zukunft günstiger machen. Auch eine CO2-Steuer sei nötig, sagte Habeck. Ohne sie werde es nicht gehen. Die Wirtschaft, der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, also die Expertise der Bundesregierung selbst, sagt, wir brauchen eine CO2-Besteuerung. Frau von der Leyen hat das gesagt. Die politische Mehrheit für eine solche Besteuerung bilde sich also ab, so Habeck. Wir müssen die Vergangenheit teurer machen und die Zukunft günstiger, forderte der Grünen-Chef. Fossile Energien sollten teurer gemacht und das Geld dann über eine Reduzierung des Strompreises und über eine direkte Auszahlung an die Menschen zurückgezahlt werden. Die Debatte um die Einführung einer CO2-Steuer hatte zuletzt an Fahrt gewonnen, nachdem die Wirtschaftsweisen eine entsprechende Bepreisung vorgeschlagen hatten. Im September will die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz und damit entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Klimas vorstellen, Habeck sagte, er sei sich sicher, dass die Bundesregierung im September etwas Ähnliches wie eine CO2-Steuer vorschlagen werde. Nur ist sie wieder zu spät. Sie humpelt aller politischen Entwicklung hinterher. Erstmeldung vom 19. Juli 2019. Grünen Wähler schämen sich. Das macht sie zu den größten Luftverschmutzern Mannheim, vor allem innereuropäische Flüge sind in den letzten Jahren banal und unverschämt günstig geworden. Ein Kurztrip von München nach London kostet teilweise gerade einmal 12 Euro. Flugreisen werden dadurch immer beliebter, und das mitten in der bislang größten Klimadebatte. Flüge billig wie nie, Grünen Wähler. Fliegen am meisten in Deutschland, steigen ausgerechnet die Wähler der Grünen am häufigsten ins Flugzeug?
Ergebnissen. Diesen Widerspruch förderte eine noch nicht offiziell veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zutage. Der Stern präsentierte die Ergebnisse bereits bei der Frage, ob sie im letzten Jahr eine Flugreise angetreten hatten, ließen die grünen Wähler sogar die FDP hinter sich. Fast die Hälfte aller Befragten, 46%, mussten bejahen. Noch mehr gaben zu: Ich fliege gerne, die Liberalen sind ihnen dabei allerdings schwer auf den Fersen. Prozent der FDP-Wähler haben ebenfalls eine Flugreise hinter sich. Abgeschlagen ist hingegen die AfD, nur knapp mehr als ein Viertel ihrer Wähler ist im vergangenen Jahr geflogen. Kurioserweise fliegen aber ausgerechnet sie am liebsten, 59% der AfD-Wähler steigen gern in den Flieger. Dicht gefolgt von Anhängern der Union, die nur einen Prozentpunkt hinter der Alternative für Deutschland landen. Grünen Wähler buchen die meisten Flüge. Haben aber ein schlechtes Gewissen. Anscheinend wäre es für die meisten Wähler der Grünen auch in Ordnung, mehr für diese Reisen zu bezahlen. Prozent sind der Meinung, Flugtickets seien generell zu günstig. Ob höhere Preise das schlechte Gewissen der grünen Fluggäste bereinigen würden? Fast. Prozent der Befragten räumten ein, sich für das Fliegen zu schämen. Ganz anders sieht es hier wieder in Reihen der AfD aus. Weniger als ein Drittel der Parteianhänger hat beim Fliegen ein schlechtes Gewissen, nur 19%. Halten die Flugpreise für zu billig? Etwas mehr als jeder dritte Union-Wähler stimmte bei diesen Fragen mit "Ja, sind Flüge zu günstig?" Umweltministerin. Svenja Schulze mahnt, die Ergebnisse der Studie könnten auch Umweltministerin Svenja Schulze den Rücken stärken. Unlängst mahnte sie, das Klimakabinett habe noch viel Arbeit vor sich und forderte höhere Flugpreise. Im Namen des Umweltschutzes. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird das mit Freuden vernommen haben. Am Freitag schwärmte sie in Berlin von der großen Unterstützung der deutschen Umweltdemonstranten und stellte klar: "Ich werde nie aufgeben, Megabüte.